Hey ho und herzlich willkommen zurück zu The Last Day of June. Unser Mannequin hier pennt und scheint wohl zu träumen. Wir gucken mal. Er träumt immer noch. Alter Schwede, was war das? Wir haben ein Auto gehört und wir haben ein Quietschen gehört. Wo ist unser Nasenfahrrad? Alter Schwede, was eine Brille. Er hat sich tierisch aufgeregt, aber es war nur ein Traum, oder? Wo ist unsere... Wo ist unser Frauchen? Was? Oh, ich habe gerade voll die Gänsehaut. Wieso sitzen wir jetzt im Rollstuhl? Und wo ist unser Frauchen? Kann ich? Ja. Oh, Rollstuhl fahren. Boah, die Perspektive ist krass. Okay. Wir gucken mal, wo unser Frauchen ist. Wo sind denn die Bilder? Das Bild ist weg. Hier sieht es auch irgendwie komisch aus. Hallo? Hallo, Frauchen. Was ist denn mit der Tür? Die ist komplett am Arsch. Sieht aus wie vernagelt. Oh Mann. Rollstuhl fahren will gelernt sein. Hier steht auch nur noch ein Teller. Hatten wir auf der Rückfahrt einen Autounfall? Das Bild am Kühlschrank ist auch weg. Und der Kühlschrank ist leer. War wohl nichts mit Hunger stillen. Ja, man scheint mitten in der Nacht. Aber irgendwie gut. Einen Treppenlifter haben wir nicht. So ein Scheiß. Hier komme ich nicht hoch. Da war das Atelier. Gehen wir mal da rein. Was? Nein. Geh doch mal da rein jetzt. Wie? Nee. Oh, Scheiße. Da sind Dosen, die kann ich auswählen. Gut, Kühlschrank ist leer. An die Dosen komme ich nicht dran, oder? Doch. Wir haben nur noch Dosenfraß. Nichts brodelt mehr auf unserem Herd. Und wir kriegen die... Vorsicht. Wir kriegen die Dose nicht auf. Ja, im Atelier haben wir den Dosenöffner hingelegt. Also müssen wir doch da rein. Boah, der fährt sich voll komisch, weil der immer so stockt zwischendrin. Komm, jetzt geh da rein. Reiß dich zusammen. Also anscheinend doch kein Traum. Wir hatten wohl einen Autounfall. Hier sieht's aus wie bei Hempels und dem... Oh, hier ist alles zusammengepackt.
also nicht. Da ist er auch nicht. Wo ist dieser verkackte Dosenöffner? Da steht noch eine Kiste. Ah, da ist er. Oh. Hui, was jetzt? Mein Controller vibriert. Was passiert hier gerade? Wir drücken A. Und wir erinnern uns. Da ist unser kleiner Junge. Achso, ich muss spielen jetzt, oder was? Komme ich hier wieder zurück? Nee. Der Hund. Was passiert hier? Geh mal diesen Trampelpfad hier runter. Ah, da liegt der Fußball. Links gucken. Rechts gucken. Nochmal links gucken und dann schnell den Ball holen. Oh, da kommt unser Nasenfahrrad gespannt. Ich hatte recht. Wir hatten wohl auf der Heimfahrt einen kleinen Unfall. Wir sitzen im Rollstuhl und ja, unsere Frau scheint nicht mehr da zu sein. Und irgendwas ganz komisch Mysteriöses geht hier gerade vor. Jetzt ist da ein Ball auf dem Bild. Wir drücken X. Aua! Bild steht unter Spannung. Komm, einmal noch. Wir schaffen das. Alter Schwede, was geht denn hier ab für ein Film? Was ist denn jetzt hier mit den Bildern los? Wir gucken kurz. Was? Will ich da jetzt raus? Okay. Wir sind in unserem Garten. Das Tor leuchtet. Ja, Arm zu kurz. Hier kommen wir nicht raus. Kurz umgucken.
Da kamen wir her. Ja. Ah, hier ist ein Riegel. Hier kommen wir vielleicht raus. Was passiert hier gerade? Was ist das hier? Das sind doch wir hier, oder? Sind das alte Erinnerungen? Wir haben hier eine Vogelscheuche gebaut. Anscheinend mit unserer Frau zusammen. Dabei bin ich wohl vom Hocker gefallen. Okay. Ja, ist ja. Okay. Ja, ist ja gut. Treppenfahren ist halt nicht deins. Alles klar. Kannst du mal probieren. Was haben wir denn hier? Hier haben wir unseren Jungen gemalt. Oder was? Immer in diesen Muskelposen. Unsere Frau hat es wohl geliebt, Muskelposen zu malen. Okay. Warte mal, wir gucken uns erst nochmal hier weiter um, bevor wir da runtergehen. Hier ist noch eine Erinnerung. Okay. Anscheinend alles schöne Erinnerungen, die wir mit unserer Frau erlebt haben. Hier unten war auch noch was. Was leuchtet? Was ist das? Und da habe ich ihr ein Blümchen gepflückt. Und wieder eine Muskelpose. Hui, macht sie. Okay. Ja, das sind wohl alles freudige Erinnerungen. Was haben wir hier noch? Gemütliches auf der Bank sitzen. Okay, hier ist wieder eine Stufe, hier kommen wir nicht hoch. Dann radeln wir mal hier hinten lang. Da sind auch wieder Stufen, da komme ich auch nicht hoch. Hier hinten können wir noch rumfahren. Ah ne, hier sind auch wieder Stufen. Okay. Retour bitte. So, und jetzt haben wir hier diese komische Briefmarke. Oder was auch immer das ist. Das ist von dem Jungen. Whatever. Schnuse weg. War das jetzt bei uns im Atelier? Oh Gott. Ich und Orientierung. Wo geht's denn hier nach Hause? Hier glaube ich irgendwo, oder? Kein Plan. Mal hier rum. Ja, jetzt leuchtet da das Bild. Ah, jetzt erkenne ich das Bild hier auch. Das ist unser Auto mit dem Fußball. Aber was soll das? Oh.
ist der Junge. Hier spukt's. Das ist der kleine Junge, der seinen Ball holen wollte und deswegen haben wir einen Unfall gebaut. Wir drücken A. Sie retten. Wen? Meine Frau? Kann ich meine Frau retten? Irgendwie? Okay, das haben wir doch schon mal erlebt. Der fragt uns jetzt gleich, ob wir mit ihm spielen wollen, glaube ich. Kommt er jetzt zum... Nein, er kommt nicht raus zum Spielen. Keiner will mit dem kleinen Timmy spielen. Der komische Schmalzlockenfutzi auch nicht und diese komische Tante auch nicht. Menno. Drachen steigen lassen, das wäre toll. Auch dazu hat keiner Lust. Keiner will mit dem kleinen Jungen spielen. Ob er pennt? Ist das ein Seil oder was? Gut, dann gehen wir halt alleine Drachen steigen. Oh, was passiert jetzt? Ah, oh, wir fahren zum See. Wir folgen der Straße nach links, weil da geht's zum See. Nach rechts geht's nirgendwo hin. Okay, was war das jetzt? Was ist das jetzt? Ich habe so keine Ahnung, was das jetzt hier alles soll, aber wir gucken einfach mal. Nicht runter, aber wir haben ja hier ein Seil. Können wir das nehmen? Ja, das können wir nehmen. Ah, cool. Können wir das hier dran binden? Ja, läuft bei uns. Wir spielen jetzt den Jungen und ich will jetzt nicht vorschnell urteilen, aber kann das sein, wir hören wieder die Schüsse, dass wir jetzt die Geschichte nochmal von der Seite des Jungen spielen? Oh, der Opa hätte gern sein Seil wieder.
Sehr gut, sehr gut. Meine Güte. So, was ist denn das da? Eine Blubberblase. Kann ich aber nichts mitmachen. Na gut. Wir gucken uns weiter um. Oh, hier geht's raus. Was ist? Boah. Was ist los, Junge? Müsli nicht aufgegessen oder was? Verdammt. So, hier ist ein Loch im Zaun. Aber da steht dieser fucking Blumenkübel hier davor. Geh doch mal weg da. Oh, Herrgott im Himmel. Ah, da ist auch noch ein Loch. Da hängt ein Basketballkorb. Da ist noch so eine Blubberblase. Oh, da ist unser Gesicht drauf. Puff! 1 von 20. Oh, wir hatten wohl mal einen Freund, so wie es aussieht. Gibt's da noch mehr? Nee, okay. Gut, ist auch unsere erste Blubberblase. Ach so, schließen. Ach, okay, das waren Erinnerungen. Wir spielen weiter. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich über die Blubberblasen Erinnerungen sammeln. Hier ist eine Wippe, aber alleine ist es natürlich auch so eine Sache. Oh, man kann sie aber wenigstens bewegen. Da habe ich wohl irgendwas an die Wand gemalt. Das sieht aus wie das Bild, was ich oder was wir da gerade eben gesehen haben. Hier liegt der Fußball. Ah, okay. Unser Drachen ist in den Basketballkorb geweht worden. Bin gespannt, ob wir da dran kommen. Was ist, Opa? Ist der Katheter gewechselt werden oder was ist los? Oder will der mit uns spielen? Will der mit uns spielen? Müssen wir zum Opa? Wieso leuchtet das jetzt? Was passiert jetzt? Oh, Randaluzzi-Kind oder... Oh, okay. Kleines Randaluzzi-Kind hier. Jetzt können wir auch das hier angucken. Ja, das sieht wirklich aus wie das Bild aus in so einer Erinnerung. So, wir gehen mal weiter. Oh, wir können auch hier Körbe schmeißen jetzt. Klar, wir haben jetzt einen tollen Ball. Oh Mann. Naja. Oh, vielleicht von hier? Nee. Also Michael Jordan wirst du mal nicht, Junge. Nee, das wird wohl nichts mehr in diesem Leben hier. Gut, wir gehen mal weiter. Oh, hier kann man wieder was umschmeißen. Halt, so ein Stück näher ran. Noch, jetzt. Haha! Puff! Oh, was eine Lache. Wieso hat denn der Kleine so eine dreckige Lache? Ist ja schlimm. Können wir hier noch irgendwas umschmeißen? Nee. Schade. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Oh. Schmalzlocki. Mit einem Mustache. Was ist mit dir? Hast du Flöhe oder was? Schupper? Der Hund sieht ohne Augen noch viel schlimmer aus als die anderen Leute hier, finde ich. So, wir gucken uns mal ein bisschen um. Da ist noch eine Blubberblase. Komme ich da ran? Ja, das ist meine Blubberblase. Ich will da ran. Hallo? Aber vielleicht hier hinten rum. Ne, muss ich da die Stufen hoch? Oder? Ne, hier ist ein Tor. Oh, ich sehe schon, aber da ist der Griff innen. Und, hier auch. Ah, ist doch scheiße. Die ganze Zeit den Hund an der Sack. Oh, der will mit mir spielen, aber warte mal ganz kurz. Ich möchte mich hier ganz kurz umgucken. Ich muss noch diese Blubberblase, dann können wir spielen.
Ich will noch diese Blubberblase. Blubbels, Blubbels, alles meine Blubbels. So, hier rum und dann links. Und dann müsste ich da schon... Oh, hier ist wieder ein Türchen. Spring doch hier über den Zaun, Mensch. Ach, wie doof. Kann ich das hier aufmachen? Also, man kriegt wohl Türchen nur auf, wenn der Riegel auf der richtigen Seite ist. Schade. Was ist denn hier los? Stehen lauter Kisten. Okay. Ah. Oh, zieht die um? Willst du mit mir spielen? Och, Menno. Naja, gut, die hat zu tun anscheinend. Mit ihrem Umzug beschäftigt. Kommt die oder geht die? Ruhig bleiben, bitte. Bitte bleiben Sie ruhig da hinten auf den billigen Plätzen. Was hat mir das jetzt hier gebracht? Gar nichts. Nur, dass ich sie erschreckt habe. Was haben wir hier? Wieso sind da... Da geht's zu den Apfelbäumen. Hier steht aber auch schon einer. Ach, da hinten sind noch ganz viele. Was haben wir hier? Das ist eine Schranke. Können wir die irgendwie hochdrücken? Nee. Oh, guck mal. Man kann hier durchs Laub rennen. Yeah. So, hier geht's zum See. Und da vorne dann wahrscheinlich irgendwo links, weil zum See geht's immer links rum. So, was haben wir hier noch? Hier steht noch ein Apfelbaum. Ach, das ist der beknackte Schützenfuzzi. Tja. Sich erschreckt, hä? Blöd, Mann. Ah, das ist doch hier die Stelle, wo... Okay, Ball schön festhalten. Hier gehen wir am besten einen großen Bogen drum. Nicht, dass der Ball da runterfällt. Ich habe nämlich so die Befürchtung... Oh, hier können wir rüber. Cool. Dass wir die Geschichte jetzt nochmal spielen. Und müssen irgendwie verhindern, dass der Ball auf die Straße kommt. Oh, noch ein Bläschen. Okay, hier kommen wir jetzt gar nicht durch. Hier geht's in den tiefen, tiefen Wald. Wir gucken uns gerade mal unsere zweite Erinnerung an. Wenn wir schon hier sind. So, die kennen wir schon. Und hier haben wir... Seifenkistenrennen gespielt, um eben diese grünen Blumendinger. Und Opa hat sich aufgeregt. Wer ist dieser andere Junge? Wer ist dieser andere Junge? Das wüsste ich jetzt echt gern. So, wo kommen wir hier rum? Hier waren wir auch noch nicht. Was? Laufen? Laufen? Ich laufe doch schon. Ah, schneller laufen. Cool. Okay, mit RB kann man schneller laufen. Hier ist noch so ein Blumending. Und da ist noch eine Blubbel, aber die ist weiß. Die gehört anscheinend nicht zu mir. Kann es sein, dass wir hier dann auch mehrere... Das ist jetzt hier der Schmalzlocki. Graf Koks. Dass wir hier mehrere Erinnerungen durchspielen müssen, weil hier verschiedene Blasen sind. Hier ist zum Beispiel eine vom Opa. Hinterm Blumenbeet, da kommen wir noch so gar nicht hin. Na gut. Dann würde ich sagen,
Der Einzige, der mit mir spielen will, ist wohl der Hund. Ja, schön. Los geht's. Hey. Wie der den wegschleudert. Schnell hinterher. Warte, ich laufe. Da ist der Ball. Und los geht's. Wo schmeißt denn der den hin? Ich bin Erster. Oh, nee. Ende des Tages. Oh, scheiße. Passiert jetzt das, was ich denke? Ja, genau. Oh, oh. Und es passiert genau das, was ich gedacht habe. Wir laufen jetzt mit dem kleinen Jungen auf die Straße. Und können den Unfall nicht verhindern. Ja, das ist das Bild, was wir schon kennen. Und somit haben wir nichts verändert. Wir können es nochmal anklicken. Vielleicht passiert da noch was. Aber das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Macht's gut und ich sag tschö mit Ö.